Ein Metronom verlässt den Bahnhof Lüneburg. Und für den perfekten Einstieg in diesen Film müsste nun ein schreiender, wild mit den Armen rudernder Mensch ins Bild stürmen und verzweifelt versuchen, irgendwie in den abfahrenden Zug zu gelangen. Ein typischer Fall von Anschluss verpasst. So aber sehen wir nur eine liebe Oma, die ihrem Enkel oder wem auch immer hinterherwinkt. Man kann nicht alles haben. Es geht also um Anschlusszüge und diverse spannende Fragen. Wann ist ein Anschlusszug ein Anschlusszug? Wann wartet er und wann nicht? Und auf welchen Grundlagen wird das von wem entschieden? Hier besteht einiges an Aufklärungsbedarf. Wir haben einen Höllenritt vor uns und deshalb geht's sofort los. Wenn wir über das Thema Zuganschlüsse sprechen, kommen wir um die folgenden Begriffe nicht herum: Übergangszeit, Wartezeit, Regelwartezeit und Wartezeitüberschreitung. Grundlage all dessen, was ich euch darüber in den nächsten 15 bis 20 Minuten erzähle, sind die in der Richtlinie 405 Fahrwegkapazität sowie im Zusatz zur Richtlinie 420 Betriebsleitstellen der DB Netz AG verzeichneten Regelungen. Die Übergangszeit, UZ, ist definiert als die zum Umsteigen zwischen zwei Zügen erforderliche Zeit. Sie setzt sich zusammen aus der Mindestübergangszeit, in der ein Musterreisender den Weg zwischen Zu- und Abbringerzug zurücklegt, und der Übergangspufferzeit, die die Verspätungsübertragung bei Umsteigevorgängen begrenzt. Die UZ wird für jede Verkehrsstation gesondert berechnet, beispielsweise abhängig von den planmäßigen Halteplätzen der Züge und der Anordnung der Bahnsteigzugänge. Im Regelfall wird der längste Umsteigeweg angesetzt, nämlich von der entferntesten Ausstiegstür eines Zubringerzuges bis zur nächstgelegenen Einstiegstür derselben Wagenklasse beim Abbringerzug. Als Gehgeschwindigkeit werden in der Ebene 1 Meter auf Treppen 50 Zentimeter pro Sekunde zugrunde gelegt. Dabei erfolgt keine Gleis- oder gar zugscharfe Unterscheidung, sodass pro Bahnhof nur zwei Übergangszeiten Berücksichtigung finden: einmal mit Bahnsteigwechsel und einmal bahnsteiggleich. Die so ermittelten Übergangszeiten dienen als Planungsparameter des Fahrplans und entscheiden darüber, zwischen welchen ankommenden und abfahrenden Zügen Anschlussbeziehungen bestehen. Entsprechend sind diese Informationen in der elektronischen Fahrplanauskunft hinterlegt. Als man sich seine Reiseverbindungen noch mit dem Kursbuch zusammenbasteln musste, fand sich darin folgender Passus: Zuganschlüsse sind im Allgemeinen dann gewährleistet, wenn im Fahrplan zwischen dem ankommenden und dem abfahrenden Zug eine Übergangszeit von mindestens 5 Minuten vorhanden ist. Hiervon abweichende Übergangszeiten sind in den Fahrplantabellen hinter der Bahnhofsbezeichnung im Kästchen angegeben. Die längsten Übergangszeiten im deutschen Eisenbahnnetz finden wir in München und Stuttgart Hauptbahnhof mit je 13 Minuten beim Wechsel zwischen den Flügelbahnhöfen bzw. zur S-Bahn im Keller. In Frankfurt-Main und Leipzig bestehen beim Umstieg zwischen Fern- und S-Bahn Übergangszeiten von 10 respektive 9 Minuten. Lassen wir die S-Bahn außen vor, liegt Berlin Hauptbahnhof mit 9 Minuten an der Spitze, gefolgt von Großstadtbahnhöfen wie Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Köln und Nürnberg mit 8 Minuten. Weitere prominente Stationen wie Berlin-Südkreuz, Bielefeld, Dortmund, Essen, Karlsruhe, Kassel-Wilhelmshöhe und Würzburg bringen es auf 7 Minuten. Ansonsten dominieren in der Übersicht der Übergangszeiten Werte zwischen 3 und 6, Bahnsteiggleich 3 oder 4 sowie innerhalb von S-Bahn-Systemen 2 Minuten. Um der trockenen Materie ein wenig Leben einzuhauchen, begeben wir uns zum legendären ostwestfälischen Eisenbahnknoten Altenbeken. Nehmen wir einfach mal an, ihr wollt von Ottbergen nach Willebadessen und müsst in eben diesem Altenbeken umsteigen, wo euer Zug, eine Nordwestbahn der RB-Linie 8485, planmäßig zur Minute 52 auf Gleis 2 eintreffen soll. Orientiert euch mal kurz: diese Grafik zeigt euch senkrecht die vier wichtigsten Gleise des Bahnhofs Altenbeken, dazwischen grau die Bahnsteige, waagerecht die voranschreitende Zeit, blau die haltenden Züge. Die Übergangszeit in Altenbeken beträgt 5 Minuten. Als Anschluss gelten somit nur Züge, die dort ab Minute 57 starten. Früher liegende Züge bieten ergo keinen Anschluss und die Fahrplanauskunft spuckt sie nicht aus. Ausnahme
Bei planmäßig bahnsteiggleichem Umstieg reichen bereits 3 Minuten. Zwar könnt ihr eure Umsteigezeit in der Reiseauskunft individuell anpassen, sie aber niemals unter die jeweilige Übergangszeit drücken. Alle 2 Stunden zur Minute 54 fährt die RB-Linie 89 der Eurobahn über Villebadessen nach Warburg in Altenbeken ab. Kein Anschluss für eure Nordwestbahn aus Ottbergen. Nicht mal bei einem betrieblich denkbaren bahnsteiggleichen Übergang von Gleis 1 nach Gleis 21 wäre sie es. Natürlich könnt ihr darauf setzen, dass euch der Umstieg in 2 Minuten glückt. Wenn es in der Praxis funktioniert, ist das schön. Bei einer Verspätung eurer Zubringer Nordwestbahn braucht ihr jedoch nicht darauf zu hoffen, dass die Eurobahn wartet. Rund eine Stunde versetzt fährt zur Minute 2 der RE11 von Abellio, der zukünftige Rhein-Ruhr-Express RRX, über Villebadessen nach Kassel. Mit 10 Minuten Übergang ein sonnenklarer Anschluss. In Gegenrichtung besteht übrigens stündlich Anschluss. Der Abellio aus Kassel trifft zur Minute 58, die Eurobahn aus Warburg zur Minute 1 ein. Die Nordwestbahn nach Ottbergen fährt stets auf Minute 7 ab, sodass die UZ von 3 bzw. 5 Minuten immer eingehalten wird. Manch einer wird jetzt sagen, was soll der Quatsch, ich brauche doch nie und nimmer 5 Minuten, um in Altenbeken einmal quer durch den Bahnhof zu rennen. Ich komme drauf zurück, jetzt geht's erstmal weiter mit der Wartezeit, WZ. Diese ist festgelegt als die zu vertretende Abfahrts- oder Zusatzverspätung eines auf Anschluss wartenden Zuges. Sie beginnt mit der planmäßigen Abfahrtszeit des wartenden Zuges. Nehmen wir an, eure Nordwestbahn aus Ottbergen hat 5 Minuten Verspätung, trifft also erst um 57 ein. Der Abellio nach Villebadessen soll auf Minute 2 fahren. Die 5-minütige Übergangszeit wird also exakt eingehalten. Seid ihr jedoch mit plus 6 im Zulauf, reicht die Übergangszeit nicht mehr aus und der Abellio müsste zur Anschlusssicherung 1 Minute Wartezeit erhalten. So kann man das weiterspinnen. Bei plus 7 eurer Nordwestbahn müsste der Abellio 2 Minuten warten, bei plus 8 3 Minuten, bei plus 9 4 und so weiter. Weil ihr den Bahnhof Altenbeken bestens kennt, reichen euch natürlich 60 Sekunden zum Umstieg. Aber wenn dieser offiziell hergestellt werden soll, weil auch der gepäckbeladene Opa oder die orientierungslose Studentin den Anschluss erreichen möchten, muss immer die komplette Übergangszeit ausgenutzt werden. Schon der Schlagerbade Wolfgang Petri hat dieses Prinzip vor 40 Jahren besungen. Ganz oder gar nicht und nicht nur ein bisschen. Wenn also kurz vor der Ankunft im Knotenbahnhof die Durchsage ertönt, man möge sich beim Umsteigen bitte beeilen, wird der Anschluss vermutlich bloß auf dem kleinen Dienstweg hergestellt. Und damit kommen Regelwartezeit, RWZ, und Wartezeitüberschreitung, WZÜ, ins Spiel. Im Kursbuch war früher eine Tabelle abgedruckt, der zu entnehmen war, welche Zuggattung wie lange auf welche Zuggattung wartet. In diesem Ausriss von 1989 erspähen wir viele Regelwartezeiten von 10 Minuten, selbst bei Intercities untereinander. Heute sieht diese RWZ-Matrix vergleichsweise mager aus, nicht nur, weil ich sie zur besseren Übersicht etwas vereinfacht habe. Züge des vertakteten Fernverkehrs warten bloß noch 3 Minuten aufeinander und auf sonst nichts. Regionalzüge und S-Bahnen der DB haben überhaupt keine RWZ. Nachtzüge sowie Züge privater Eisenbahnverkehrsunternehmen, EVU, bis zu 5 Minuten. Hinzu kommen örtlich oder zeitlich bedingte Abweichungen. Fernverkehrszüge warten an ihrem Startbahnhof gar nicht, sowie zwischen 7 und 9 Uhr generell nirgendwo. Und im Regionalverkehr gelten in einigen Bundesländern Regelwartezeiten von allgemein 3 oder 5 Minuten. So weit, so gut, jedoch keine Regel ohne Ausnahme. Daher finden sich in dem eingangs genannten Zusatz zur Richtlinie 420 auch die Abweichungen von den Regelwartezeiten, eine Auflistung aller Bahnhöfe, in denen die RWZ-Matrix nicht oder nur teilweise gilt. Hier taucht so ziemlich jeder Umsteigebahnhof auf, weil vielerorts Absprachen zu berücksichtigen sind, die die EVU Jahr für Jahr treffen oder zumindest anpassen und dem Infrastrukturbetreiber DB Netz übermitteln. Eine Rolle spielen hierbei vor allem zeitnahe Alternativverbindungen
und die Chancen zur Reduzierung anschlussaufnahmebedingter Verspätungen bis zum folgenden Knotenbahnhof oder auf eingleisigen Strecken der nächsten Kreuzungsmöglichkeit. Schauen wir uns die in Altenbeken geltenden Abweichungen an, die ich ein wenig modifiziert habe. Gemäß RWZ-Matrix könnten Nordwestbahn, Abellio und Eurobahn jeweils 5 Minuten aufeinander warten. Hier sehen wir jedoch, die RB-Linie 8485 in Richtung Ottbergen kann nur 3 Minuten auf den RE11 und die RB89 warten. Im Tabellenkopf steht übrigens ganz bewusst, kann warten anstatt wartet. Warum das so ist, erläutere ich gleich. Eine Ausnahme bildet der explizit genannte Zug 74996 als letzte Verbindung des Tages, der 10 Minuten auf Zug 56736 warten kann. In Richtung Warburg sieht das ähnlich aus. Der RE11 kann 3 Minuten auf die RB8485 warten. Der letzte Zug 56733 10 Minuten auf den 74977. Die RB89 ist nicht genannt, da in dieser Relation wegen der nur 2-minütigen Übergangszeit kein Anschluss besteht. Ebenfalls unerwähnt bleiben die RB72 und der RE82 über Lage nach Herford bzw. Bielefeld und die S5 nach Hannover. Bei Anschlusskonflikten mit Beteiligung dieser Züge gilt die nackte RWZ-Matrix. Die von der Eurobahn betriebenen Linien 72 und 82 können je 5 Minuten warten, die S-Bahn der DB Regio hingegen 0. Ergänzt werden könnte die Tabelle um Regelungen für einzelne Wochentage oder bestimmte Zeiträume. Aber wie wird nun der Übergang von einem verspäteten Zubringer auf seine Anschlüsse gesichert? Unterstellen wir, dass eure Nordwestbahn aus Ottbergen mit plus 8 unterwegs ist und somit erst zur Minute 0 in Altenbeken einzutreffen droht. Der Abellio nach Willebadessen soll planmäßig auf Minute 2 abfahren. Bei einer Übergangszeit von 5 Minuten dürfte er jedoch erst auf Minute 5 mit plus 3 starten. Nun schlägt die Stunde der Disponenten bei Nordwestbahn als anbringendem EVU und DB Netz. Wie ausführlich dargestellt, kann der RE nach Kassel 3 Minuten auf die RB aus Ottbergen warten. Genau diese 3 Minuten werden jetzt benötigt. Der Disponent der Nordwestbahnleitstelle setzt den Bereichsdispo der Netzbetriebszentrale Duisburg in Kenntnis, dass der Anschluss wahrgenommen werden soll. Ob das telefonisch, elektronisch oder sonst wie geschieht, ist von EVU zu EVU und von BZ zu BZ unterschiedlich, weshalb ich diese Kommunikationswege nicht beleuchte. Die Zustimmung der Abellio-Leitstelle als abbringendem EVU ist nicht erforderlich, weil sich Nordwestbahn und Abellio ja im Vorfeld auf die 3 Minuten Wartezeit geeinigt und diese beim Netz angemeldet haben. Der Bereichsdispo verständigt die Zugüberwachung und den Fahrdienstleiter über die voraussichtlich 3 Minuten später erfolgende Abfahrt des RE11. Das ist besonders dann wichtig, wenn signalabhängige Bahnübergänge hinter der Ausfahrt liegen oder weitere Fahrten abzuwickeln sind, die Fahrstraßenausschlüsse mit dem wartenden Zug zur Folge haben. Derweil informiert der Nordwestbahndisponent sein Zugpersonal über das Erreichen des Anschlusses und es ist auch nicht falsch, wenn er seinem Gegenüber bei Abellio einen Tipp gibt, damit dieser wiederum sein Zugpersonal in Kenntnis setzt. Ansonsten könnte sich der Lokführer wegen des zur Abfahrtszeit Halt gebietenden Ausfahrsignals echauffieren oder, was ungleich ärgerlicher wäre, bei dessen rechtzeitiger Fahrtstellung einfach pünktlich losdüsen, ohne auf das Eintreffen der Umsteiger zu warten. Denn wenn netzseitig die Voraussetzungen für die Abfahrt des Zuges erfüllt sind, spricht nichts dagegen, dass der FDL ohne Berücksichtigung etwaiger Anschlussaufnahmen frühzeitig die Ausfahrt stellt. Wir sehen, auch wenn für einen Zug eine Regelwartezeit von so und so vielen Minuten angegeben ist, wartet dieser nicht automatisch. Daher heißt es in der Richtlinie eben bloß, kann warten und nicht wartet. Zur Herstellung eines Anschlusses ist also auch innerhalb der RWZ der Anstoß durch das anbringende EVU erforderlich. Die Entscheidung, ob auf verspätete Züge gewartet werden soll, liegt allein bei den EVU. Es ist nicht mehr vorgesehen, dass sich Fahrdienstleiter oder Netzdisponenten proaktiv um die Sicherstellung von Anschlüssen kümmern. Spinnen wir unser Altenbeken-Drama weiter. Nun trudelt eure Nordwestbahn sogar mit plus 10 ein.
sodass der Abellist schon 5 Minuten stehen bleiben müsste. 3 Minuten Regelwartezeit plus 2 Minuten Wartezeitüberschreitung. Soll der Anschluss dennoch warten, weil vielleicht eine Schulklasse umsteigen möchte, reicht der Kontakt zwischen Nordwestbahn-Leitstelle und BZ nicht aus. Zunächst muss die Nordwestbahn die voraussichtliche Wartezeitüberschreitung bei Abellio beantragen. Doch selbst bei deren Zustimmung ist der Übergang nicht gesichert, denn anschließend erfolgt wieder die Rücksprache zwischen Nordwestbahn und BZ, die nun über die reine Information zur Ausnutzung der RWZ hinausgeht. Da diese ja jetzt überschritten wird, liegt es im Bereich des Möglichen, dass das Netz den Antrag ablehnt, wenn sich daraus dispositive Probleme bei der Gleisbelegung im Bahnhof oder im weiteren Fahrtverlauf auf der Strecke ergeben. Kein Disponent wird aus Spaß oder Hass einen Anschlusswunsch ablehnen, aber wenn dem Abellio 3 Güterzüge im Blockabstand folgen, die durch die Wartezeitüberschreitung ausgebremst werden, ist das ein nachvollziehbarer Grund für einen negativen Bescheid. Gerade für regelmäßige Umsteiger mag die Anschlussgewährung daher mitunter willkürlich wirken, da die Entscheidung eben auch von der aktuellen Betriebssituation abhängt, die selbst bahnaffine Reisende oft nur schwer einschätzen können. Wird der Anschluss genehmigt, geht alles seinen Gang wie oben beschrieben. Vielleicht macht der Fahrdienstleiter sogar einen bahnsteiggleichen Umstieg möglich und die Geschichte geht innerhalb der Regelwartezeit über die Bühne. Wird der Antrag jedoch abgelehnt, müssen die beteiligten EVU dies akzeptieren, denn der sogenannte Letztentscheid liegt beim Netz, das die unterschiedlichen Interessen sämtlicher EVU diskriminierungsfrei gegeneinander abwägen muss. Dass gelegentlich auch mal schwarz gewartet wird, ist natürlich nicht im Regelwerk vorgesehen, liegt aber in der Natur der Sache. Und was will man machen, wenn schnelle Umsteiger einfach in der Tür stehen bleiben und die Abfahrt verhindern, bis auch der letzte heranhechelnde Nachzügler den eigentlich abgelehnten Anschluss erreicht hat? Tja, das waren kurz und knackig ein paar Aspekte zum Thema Anschluss. Ja oder nein? Auch wenn euch jetzt möglicherweise der Kopf raucht, will ich eben noch einen Blick in die Vergangenheit werfen. Das Prozedere der Anschlusssicherung lief nicht immer so ab wie heute. Die geschilderten Abläufe sind ein Ergebnis der Trennung in Eisenbahnverkehrs- und Infrastrukturunternehmen infolge der 1994 eingeleiteten Bahnreform. All das resultiert nicht aus fixen Ideen des bösen Schmädorn oder seiner Vorgänger, sondern fußt auf der europäischen Richtlinie 91/440 EWG von 1991, die unter anderem den diskriminierungsfreien Netzzugang vorsieht. Übergangs- und Wartezeiten gab es schon bei den deutschen Staatsbahnen. Die Begriffe tauchten bereits vor über 100 Jahren auf. Es existierte jedoch keine Unterscheidung in EVU und EIU und die Anschlussdisposition lag traditionell in den Händen der Betriebsleitungen. Wurde innerhalb der RWZ gewartet, regelten Fahrdienstleiter und örtliche Aufsichten vieles in eigener Zuständigkeit. Und auch 25 Jahre später sind Stellwerker, denen die Sicherstellung von Anschlüssen ein Anliegen ist, nicht ausgestorben. Das ist manchmal auch durchaus sinnvoll, wenn beispielsweise ein bis dahin pünktlicher Zug durch eine Störung am Einfahrsignal des Anschlussbahnhofs sozusagen in letzter Sekunde eine Verspätung fängt, auf die das EVU nicht mehr schnell genug reagieren kann. Und das soll's für heute gewesen sein. Denkt an meine Worte, wenn ihr das nächste Mal um euren Anschluss bangen müsst. Ihr habt nun eine Ahnung davon, was hinter den Kulissen abgeht, auch wenn euch dieses Wissen leider keinen erfolgreichen Umstieg garantiert. Ich wünsche dennoch stets eine gute Reise, ohne verpasste Anschlusszüge.